Am 1. Mai 1886 rufen die Gewerkschaften in Nordamerika zum Generalstreik auf und hunderttausende Menschen legen die Arbeit nieder. Die Forderung damals? Der 8-Stunden-Tag. Die tägliche Arbeitszeit auf 8 Stunden zu reduzieren, ist eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung. In Zeiten, in denen Arbeitstage nicht selten länger als 12 Stunden dauerten, da werden das viele für unmöglich gehalten haben. Dass diese Forderung Realität wurde, das zeigt, wir können gemeinsam Rechte erstreiten. Damit hören die Kämpfe nicht auf, um faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Ob in der Pflege, in Kitas oder im Service, es ist noch viel zu tun, um den Reichtum unserer Gesellschaft gerechter zu verteilen. In Psalm 98 heißt es: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Was für Wunder? Er schafft Recht und er macht seine Gerechtigkeit offenbar. Auch wenn die Kämpfe nicht enden, es lohnt sich, dran zu bleiben an den Visionen von einer gerechteren Welt. Wenn wir unsere demokratischen Mittel solidarisch und klug einsetzen, dann können wir eine Menge erreichen. Also vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Gott schafft Gerechtigkeit.